Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut. Eine gemütliche Runde in The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Wir warten gerade, bis es Nacht wird. Natürlich wird es jetzt jeden Moment Nacht, Leute. Ich will nicht die ganze Folge nur drauf warten. Wir bauen heute nicht. Wir machen es heute wahr. Wir gehen über die Map. Wir werden heute zum einen Hasen probieren zu bekommen. Der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Nameless, den kriegst du nicht. Oh, Nameless. Nameless, Alterle. Probier doch was Großes. Versuch's doch mit einem Mutant erstmal. Ich bin tatsächlich mit dem Speer unterwegs. Wir haben nämlich nichts mehr zum Futtern. Ich wollte ein bisschen was reinigen, um die Zeit zu überbrücken. Pass auf, Leute. Was machen wir heute? Ich habe ja schon eine Tour angekündigt. Heute machen wir es wahr. Wir gehen jetzt gleich, wenn es hell wird, als allererstes Pfeile holen. Dann gehen wir rüber zum Sinkhole am See hinten in die Höhle. Drei Seile runter, Alkohol holen. Und dann holen wir uns den Tennisschläger. Da ist ein Reh. Nameless, da ist ein Reh. Dann holen wir uns den Tennisschläger. Hast du gesehen? Im Laufen, Leute, im Laufen. Ja, ab und zu klappt es auch mal. Genau, den Tennisschläger will ich heute holen und ich glaube, da ist auch das Pedometer noch unten. Ich gehe davon aus, wenn wir den Weg gleich finden, Leute, reicht uns eine Folge. Dann werde ich außerhalb abspeichern an dem kleinen Dorf am See, beziehungsweise am Meer. Und beim nächsten Mal laufen wir dann zurück und bauen hier dann ganz gemütlich weiter. Wir werden nämlich auch eine Brücke hier rüberziehen müssen. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich einen Turm hier ins Wasser reinbaue, wie wir es machen, aber ihr habt in den Kommentaren geschrieben, hier waren welche, ich habe nachgeschaut, ich musste eine Minute draufschauen, wie bei so einem Suchbild, hier stand echt ein Feind. Es kann also gut sein, Leute, dass in Zukunft auch hier kleine Feinde sein werden, deswegen muss hier natürlich auch ein Weg in der Luft hier rüber, weil, wenn wir so weitermachen, traue ich mich nämlich bald nicht mehr runter, dann sollten wir wirklich von oben alles ablaufen können, habe ich mir überlegt. So, es wird langsam tatsächlich dunkel, ich nehme auch schon mal ein paar Sticks mit, falls ich noch einen Shelter aufbaue in der Höhle und dann machen wir das heute und dann werden wir erstmal wieder eine ganze Bauserie hinlegen, ab. Was ist denn jetzt, ich weiß die Tage nicht mehr, Leute, durch den komischen Vorproduktionstag da, ich habe keine Ahnung. Warum hat es da geplätschert? Was ich aber weiß, ich nehme nochmal ein paar Knochen. Wir machen uns noch Knochenrüstungen, weil das sind nämlich bestimmt Mutanten unten auf dem Weg heute. Ich glaube, eine Virginia müssten wir antreffen, Minimum. Wenn nicht sogar noch ein Armsi. So, Nameless. Und dann hätten wir ja nochmal Mutantenrüstung. Du hast keinen Stoff mehr, Digga. Dann nimm die Knochen wenigstens mit. Wir finden bestimmt Knochen unterwegs. Seile. Fäden, Stoffe, mein Gott, Leute, hilf mir doch. So, tragen. Mehr Rüstung haben wir jetzt leider nicht im Angebot. Wir machen es uns gleich hell. Ich will los, bevor ich hier wieder in die Bredouille komme. Bredouille deswegen, weil wenn meine Feinde hier auftauchen, bin ich natürlich immer gern dabei für ein kleines Geschnetzel und Gemetzel. Du brauchst nichts trinken, schlaf erstmal, mein Freund. Wir machen es uns hell, Leute. So, ich hoffe, dass es hinhaut zeitlich. Ah, ein frischer Tag. Und wie man gleich das Gefühl von einem frischen Tag bekommt, ne? So, wir trinken. Hier habe ich nämlich noch ein Bröckele zum Essen drin. Nimm's aber. Nimm's raus. Nimm es, wieso geht es nicht? Ach, ich kann nicht mehr tragen. Dann ist doch. Eine Ruhe-Echse. Ach ja, ich habe den. Jetzt pass auf, wir essen den Fisch. Wir müssen aber eigentlich auch ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube aber, dass wir da unten Riegel bekommen werden. Ich habe jetzt keinen Armsieg gehört, oder? Ich kann nicht mehr tragen von dem Fleisch. Was? Ach, ich habe die ganze Beutel voll mit Fleisch, Leute. Deswegen. Hier. Schwupp. Mupp. Katsup und Katzenga. Und das nehmen wir wieder mit. Und das ist doch auch schon fertig hier. So. Nameless. Beutele füllen mit Wasser. Wir machen das natürlich hier nicht guide-mäßig, ne? Könnte man wunderschönen Guide machen jetzt eigentlich. Wir holen den Tennisschläger. Aber ihr wisst ja, wie oft ich mich verlaufe. Deswegen lasse ich die Guide-Geschichten. Die Guide-Scheiße hätte jetzt fast gesagt. So, pass auf, Leute. Viel ausgerüstet haben wir nicht. Pfeile sind wir bei 37. Da holen wir uns auf jeden Fall. Alkohol holen wir uns. Ich würde sagen, wir gehen los. Ess mal was. Ess mal irgendwas. Die rohe Echse kannst du eigentlich auch weghängen. Ich hoffe, dass es da unten Riegel gibt, weil im Moment fühle ich mich nicht wirklich satt. So, hängt es da rein. Das war offensichtlich doch noch nicht fertig. Ne, den Leguan. Den Leguan musst du reinhängen und das kannst du mitnehmen. Ist der Fisch nicht fertig gewesen, Leute? Er ist fertig. So, jetzt könnte ich normalerweise die Folge starten und sagen, Leute, ich habe mich vorbereitet, wir können jetzt direkt los. Aber wäre es dann meine Folge? Leute, wäre es unser Let's Play, wenn wir es so machen würden? Nicht wirklich, oder? So, dann gehen wir mal darüber in die mittlerweile gefährliche Stelle. Ihr könnt jetzt, ihr seid sicher, ihr seid alle sicher, kleine Tiere. Wir powern ihn natürlich wieder aus, so gut es geht. Ein paar Energiemixer haben wir bestimmt noch. Oh, wir können gleich Blumen mitnehmen. Oder machen wir richtige Surftour, Farmtour, Surftour. Jetzt laufen wir hier entlang. Hier finden wir nämlich immer Blumen. Dann gehen wir Pfeile holen, dann Alkohol und dann in die Siebener Höhle rein. Zu unserem mutanten Schwein. Dort sind wir nie allein. Kann's denn das sein? Super, oder? Vier Reime, hat sich schrecklich angehört, aber gereimt hat sich's. Das ist super. Es reimt sich.
So, pass auf, Leute. Ich probiere gerade wieder einen normalen Faden zu finden, dass wir wieder ein bisschen genüsslicher hier unterwegs sind. Hallo, Mesma. Ich weiß als manchmal auch nicht, wo ich die ganzen Sachen da auftreibe. Diese miese Reimerei. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich in der Schule mich immer gedrückt habe vorm Reimen. Habt ihr das auch gehabt bei euch in der Schule? Da hieß es dann immer: Komm mal vor an die Tafel. Hast du das Gedicht auswendig gelernt? Und dann musst du da loslegen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Und dann hat es schon ausgesetzt. Und da hast du immer gehofft, dass irgendjemand was stört im Unterricht, rausfliegt, dass die dich vergessen. Hat nie geklappt. Hat nie geklappt. Und ich glaube, das habe ich so versaut, dass ich deswegen heute einfach reim, weil heute muss ich nicht, ne? Und heute kann ich irgendwas zusammendichten und ich kriege keine schlechte Note deswegen. So, meine Lieben. Jetzt pass auf, nämlich, hier sind immer welche, das weißt du. Das ist jetzt nichts Neues, Voucher. Wir spielen ja jetzt. Oi! Ein Traumi-Maumi! Hier ist das eindeutige Zeichen, Leute. Fupp. Das eindeutige Zeichen. Guck mal, hier im Verborgenen sind die Koffer. Da ein Riegel nämlich und ein Stöffle. Dein erster Stoff seit langem mal wieder. Ich habe die ganzen Stoffe fürs. Hey Leute, merken wir uns die Stelle mal. Weil ich mache jetzt die Höhlenrunde. Ich gehe davon aus, demnächst können wir hier mal rüber ein bisschen einsammeln. Das ist ja ein Kofferparadies. Vor dem Herrn, vor dem Herrn, vor dem Herrn. Blumen wollte ich hier noch mitnehmen. Jetzt pass auf. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Du kannst nicht mehr tragen. Okay, jetzt haben wir 50 Pfeile. Kann man die eigentlich zu Feuerpfeilen machen? Die guten hier? Die da? Das sind nicht die guten, nämlich. Die guten sind, glaube ich, die da. Du hast keinen Alkohol zum Testen. Klar, weil du alle aufgebraucht hast. Nimm mal von den Blumen mit, dann können wir Energiemixe basteln. Jetzt weiß ich zumindest, wo die Blumen. Siehst du, das sind sie. Auf geht's! Wir haben hier eine. Hallöle, Popöle! Njau, verarscht. Verarscht, Leute. So, wo geht's denn hier nochmal am besten rüber, da drüben? Jetzt müssen wir als nächstes zum Schwanensee. Ja, hieß anders, gell? Da holen wir jetzt die Alkohol noch raus. Wir brauchen natürlich entsprechend länger für die ganze Runde, aber mein Zeitmanagement sagt mir, und ihr wisst ja, wenn ich plan, Leute, dann immer genau auf den Punkt. Mein Zeitmanagement sagt mir, da vorne rennt Goldröckchen, nameless. Nameless, bleib doch geduckt. Das gibt nur Ärger. Nameless, Goldröckchen. Ich höre ihn flöten und pfeifen. Er will sie. Er will sie. Schon seit 4 oder 5 Staffeln will er sie. An wen erinnert dich Goldröckchen, Nameless? Hier ist sie. Deine Traumfrau. Hey, manchmal bin ich mehr Nameless wie ich selber, Leute. Das habe ich schon gemerkt. Spring ins Sinkhole. Spring von dannen ein Stück. Aha. Guck mal, warte mal, ich mache den Jugendschutzbalken rein. So, über die Nippels. Komm, renn weiter, Alter. Entschuldigung. Ich musste jetzt ganz kurz hier was aufholen. Tja, Leute. Oh, guck mal, die Wildgänse. Wouter, los, die Wildgänse, dreh die rum, wir wollen was singen. Da ist sie. Ja, die ist auch dementsprechend sauer auf ihn, weil er sich nie um sie kümmert. Muss er verstehen. Guck mal, lauf mal hier zwischen den Bäumen durch. Ich habe das gesagt, wenn du dich mit ihr abgibst, dass die dann immer weggeht. Und die verfolgen einen mittlerweile länger als früher. So, lauf mal wieder ein paar Schritte. Die ist jetzt weg, ne? Ja, jetzt ist sie weg. Nimm es, irgendwann schaut sie dich mit dem Arsch nicht mehr an, wenn das steht. Jedes Mal laufst du weiter. Als ob ich sage würde, lauf weiter, nimm es, verstehst du? So, meine Lieben, jetzt pass auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo war denn der See? Der war doch auch nicht weit weg von hier, ne? Wir müssen nämlich eigentlich darüber, um in die Höhle 7 zu kommen. Wir waren in der Höhle 7 erst. Ich weiß nur nicht mehr, was wir rausgeholt haben. Vermutlich die Kletteraxt. Entweder die Kletteraxt haben wir da rausgeholt oder die Motorsäge. Ich glaube, die Motorsäge, ne? Und einen Teil von der Strecke laufen wir auch. Aber nur im Minimalen. So, mein Freund. Hier ist alles noch unbebaut. Das war nicht der See, er war eins weiter. Auf dem Heimweg können wir Fisch mitnehmen, wenn wir Bock haben. Dann haben wir was zum Reinhängen. So, hier war der. Da ist es doch schon. Man sieht es ja von weitem mittlerweile. Dreimal runter. Da waren wir zwar erst, Leute, aber müssen wir durch. Hier kriegen wir auf jeden Fall schnell Alkohol. Ein paar Feuerpfeile gebastelt und dann fühle ich mich auch gleich viel wohler. Wir müssen nur gucken. Ich will nicht zu lang machen, die Folge. Die nächsten 3 Minuten müssen wir drüben sein an der anderen Höhle. Jetzt komme ich hier mit einem Speedrun, ne? Jetzt wird es ganz extrem. Voucher und Speedrun, das passt sowas von überhaupt nicht. Aber das sind ja routinierte Wege, die wir da mittlerweile gehen, ne? So, ein bisschen Mutantenrüstung haben wir noch an. Ein paar Knochenrüstungen haben wir an. Wenn man Stoffe finden, kann ich welche nachcraften. 2 Stück. Passt. Guck mal, wie schön es hier ausgeleuchtet ist. Und du mit deinem Feuerzeug, du Schisser. So, meine Lieben, pass auf. Und hier muss noch ein Seil gewesen sein, ne?
Habe ich das letzte Mal nämlich schon gesucht. Ich glaube, du musst da hinten lang. Hüpfel die Müpfel. Hier ist es. Habe ich jetzt was gehört? Nicht, dass dann zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade um diese Tageszeit, wenn man da reingeht, Mutanten sind. Das wäre wieder das Highlight. Hier. Viel mehr will ich ja gar nicht. Ich will eigentlich nur bis hierher, ne? War hier noch mehr überhaupt? Stick me back. Düdüm, düm, düm, stick me back. Wir gehen in der Höhle. Diddli, dim, dim. Und nehmen auch alle Riegel mit. Da kennen wir nichts. Da, da, dam, dam. Den haben wir schon entdeckt. So, ich muss immer hier aufhören an der Stelle. Falls sich jemand fragt, warum ich nicht zu Ende singe. Ich kann den Text nicht. Es gibt keinen Text. Aber ich werde irgendwann einen machen. Ablegen. Ablegen und ableben. So, nämlich, das war's schon. Ich bin stolz auf dich. Jetzt haben wir Alkohol, wir haben Medizin aufgefüllt, wir haben Pfeile aufgefüllt. Jetzt probiere ich gleich, ob ich Feuerpfeile machen kann. Aber erst, wenn wir in der Höhle sind. Leute, ab jetzt 2 Minuten. Mehr Zeit haben wir nicht. Wenn es jetzt nicht in 2 Minuten geklappt hat, brauchen wir nicht rein. Dann können wir es vergessen. Können wir es stecken, Leute. Nein, machen wir trotzdem. Dann ziehen wir halt 5 Minuten länger rum. Ne? Das ist jetzt wurscht. 5 Minuten reißen es nicht raus. Hier ist ein bisschen dunkel. Gleich wird es wieder höher. Bleibt stark, Leute. Ist ja super. Ich glaube, heute müsste die Mittwochsfolge sein. Dann haben wir zumindest einen Ausflug mittwochs. Dann machen wir wieder Baurunden. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich will noch ein paar Brücken hinzwirbeln, unsere Körperwelten aufbauen. Und dann haben wir ja unten auch noch die Brandteppiche nicht ausgelegt. Und wir müssen nochmal in diese Höhle, wo wir jetzt gerade sind, für Alkohol. Ich will nämlich auch ein paar Stolperfallen mal hinstellen jetzt. Gerade auf dem Patrouillenweg, ne? Vor unserem Fallenkonstrukt. Sollen die ruhig schon brennen, bevor sie kommen? Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich hänge hier in einem Spielloop irgendwie fest. Ist das wirklich so hoch gewesen? Nameless? So schaffen wir das nie. Ab jetzt noch 1 Minute. Ich revidiere aber meinen Plan gleich, kennt mich ja. Kurz bevor wir an der Höhle sind, sage ich, wenn wir es jetzt in 3 Minuten nicht schaffen. So, meine Lieben, mein Gott, wir haben schon wieder Mittwoch. Das heißt, Mittwoch 19 Uhr, wenn die Folge live geht, ist schon wieder überm Bergfest. Ne? Dann sind wir tatsächlich schon näher am Wochenende, als wir entfernt waren davon. Mittwochs um 12. Was schwallert der Typ? Was schwallert der Typ? Da kommst du ja gerade mit. Außerdem ist heute Freitag. Ich gucke die Folge freitags an. So, meine Lieben, haltet durch. Das ist ein sehr, sehr scheiß langer Aufweg. Sieht trüb aus. Wenn es regnet, gehen wir heim. Aber wenn es regnet, gehen wir nicht weg. Wir sollten aber hoffen, dass es regnet, dass die Schildis immer schön voll sind. Okay, heute habe ich das Gefühl, das Futter hebt ihn ein ganz kleines bisschen länger wie sonst. Nehmt es aber, das sieht nicht nach Regen aus. Hm? Nö, das ist kein Regen, aber Feuerzeug kannst du wegpacken. Es ist eh sehr hell. So, meine Freunde, jetzt schlittern wir mal ganz gemütlich. Dann bauen wir uns drüben komplett auf, würde ich sagen. Fahrrümpel und Katzümpel. Wir gehen jetzt direkt rüber, das reicht uns zeitlich. Ich weiß noch in etwa den Weg, weil es müsste ja der andere Gang sein. Wir sind ja mit dem Seil runter, gleich nach der Höhle, das erste Seil. Und jetzt müssen wir diesen Gang runter. Den bin ich damals gelaufen, als ich zum Boss bin. Daran erinnere ich mich noch. Da bin ich schon mal runter. Da kommen auch, glaube ich, noch Kleine, also so Babys. Aber ein bisschen, wir wissen schon, wie wir uns wehren. Nur die Mutanten auf freier Wildbahn da unten, das macht mich schon noch ein bisschen hibbelig. Schauen wir mal. Nimm mal die Schädel mit, wir brauchen noch Lampen. Lampen, Schlampen. So, meine Lieben, hier geht's weiter. Oh, er kann halt nicht mehr, er ist so ausgepowert. Wolltest du denn die ganze Zeit rennen lassen, Watcher? Okay, pass auf. Pass auf, wir machen das jetzt ganz easy. Dafür haben wir die Blumen geholt. Und essen, raus und laufen. Rennen, nämlich, rennen. Ha, sagen wir mal so, die Hälfte der Folge hätte ich jetzt dann schon gerne, dass wir noch haben für die Höhle. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir zusammen rauslaufen, dann speichere ich hier an den orangenen Zelten ab und dann laufen wir den Rest in der nächsten Folge zusammen. Dann gehen wir nämlich gleich nochmal Alkohol holen, dann haben wir alles auf Vorrat. Schauen wir mal, was wir verbrauchen. Ne? Jetzt plane ich am besten nichts. Man kennt ja die Planerei. Man kennt ja die Planerei. Oh, schau mal, deine Kollegen vom Strand. Die Strandgutsammler von The Forest. Hier war auch schon mal irgendwann ein Mutant früher. Wow, Alter, die sind direkt hinter dir. Und die sind schneller als du. Wow, 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 wow. Rein und tschüss. Super gekämpft, ne? So kann man auch kämpfen. Flucht! Ey, dass man sie aber von hier sieht, ist schon gut. Es lädt zwar hier, aber das Ding da draußen sieht man trotzdem noch, ne? So, nämlich, jetzt erstmal herrichten. Und zwar, gönn dir einen Riegel. Gönn dir eine Dose. Heute trinken wir Cola und essen Schokolade, so soll das sein. 15 Stück kannst du nachbauen. Mach die gleich mal, die Rüstungen. Da brauchst du nicht extra warten. 1, 2, 3. Parenga und 1, 2, 3.
Parenga. Anziehen tun wir sie auch gleich. Ja, wir sind fast voll damit, Leute. Ist es Lizardhaut? Ziehen wir auch noch an. Wupp. Einmal voll mit Rüstung. Zwar nicht der ideale Rüstungswert, den man erreichen kann, aber immerhin. So, meine Lieben, dann sind wir da schon mal durch. Dann hauen wir uns jetzt hier schon mal noch einen Stoff drauf. Aber wir haben halt wenig Stoffe. Wenn wir Stoffe sehen unterwegs, Stoffe sammeln. Nicht vergessen. Die Taschenlampe. Wo ist denn eigentlich die Taschenlampe, Leute? Die ist hier noch drauf. Oh, jetzt bin ich jetzt badisch abgerutscht, ins extrem badisch und fast. Alle entfernen, auseinandernehmen. So, mein Freund. Jetzt gucken wir mal, wie viel hatten die Taschenlampe noch vom Dings? Prozente? Ja, 76% ist gut. Wir gehen aber standardmäßig vor, weil jetzt dürfte eigentlich hier erstmal nichts sein. Die haben wir ja schon entdeckt hier, die Jungs, ne? Wir können gucken, Geld sammeln wir natürlich ein, dass wir den Automat später benutzen können. Was haben wir denn noch hier? Uhren. Sollen wir uns merken, falls wir mal irgendwann dann wieder Bomben bauen? Passt. Jetzt mache ich uns mal... Nee, halt, stopp, da brauchst du nicht... Nameless. Oh, wieder ein Stoff versaut. Hier brauchen wir ja nicht, hier waren wir ja erst, ne? Ich glaube auch, Leute, dass wir hier einfach runter können. Den Armsee haben wir gemacht. Die Gruppe auch. Und dann haben wir aber die Dinger stehen lassen, glaube ich. Nameless. Langsam. Lahmsam, Nameless, lahmsam. Los, die Schädeling. Los, du die Schädeling, Nameless. Hier müsste sauber sein. Und dann kann es aber später sein, dass noch ein paar unten stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt heute direkt finden, Leute. So oft habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Den Tennisschläger hatte ich eh noch nie. Der kam bei, ich glaube, 0.6 oder so irgendwann, ne? Der kam recht spät eigentlich rein. Man konnte ihn sich aber vorher schon spawnen, glaube ich, ne? So. Orientierung. Dafür gönnen wir uns einen Stoff. Für die Orientierung muss ein Stöffle drin sein. So, meine Lieben. Hier sind wir lang gelaufen das letzte Mal, als wir hier drin waren. Das weiß ich noch. Und dann haben wir da vorne das Seil bedient. Und wir müssen jetzt aber irgendwo links einen Gang runter. So war das damals. So war das damals. Also ich habe mich natürlich ein bisschen orientiert, wo wir hin müssen. Und die Stelle kenne ich noch. Hier müssen wir auch den Vorsprung hoch. So. Bis hierher weiß ich es noch. Und da müssen wir jetzt runter. Und jetzt kann es schon gefährlich werden. Möglicherweise. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ich will hier gar nicht sein. La 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 la. Hallo? Ist da irgendwo ein Krüppchen Mutanten? Musst du das aufmachen? Das brauchst du doch gar nicht. Alterle. Weil du eine Dose mal getrunken hast. Digga, pass auf, hier kommen welche. Bestimmt sogar. Guck mal, hier ist ein Stoffparadies, Leute. Die holen wir uns jetzt alle, weil wir haben eh einen Mangel. Oh, sollen wir uns das merken vielleicht? Guck mal, wir kommen ungefährlich an ganz viel Stoffe ran, indem wir einfach diese Höhle besuchen. Weil hier ist ja kein Feind, die haben wir ja alle schon gemacht, oder? Ich habe keine Ahnung, warum hier keiner ist. Ich sammle jetzt einfach mal ein, solange ich hier keine Probleme kriege. Ist alles gut. Sticks brauchen wir keine. Stick me back. Dim, 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 stick me back. Geh zur Seite. Wir wollen an den Stoff ran. Schalalalalala. Ich darf nicht zu arg lang sammeln. Wir können auf dem Rückweg noch sammeln, Leute, wenn wir noch Zeit haben. Oder wir machen zwei Folgen. Oh, ich kann dann immer zwei Folgen machen, wenn ich einmal in der Höhle gehe. Amoi Höhle. Amoi. Guck mal, da ist so viel Stoff. Ich kann es nicht liegen lassen. Das war eine Bescheißerkiste. Seile hat's hier, die kannst du mitnehmen. Du brauchst bestimmt Seile. Hier ist bestimmt was drin. Yeah! Sind das Flares? Okay, pass auf, ich lade wieder ein paar auf. Das mache ich unheimlich gern, seit es geht. Weil, die können wir schön alle auf den Boss holzen später, ne? Die sind, glaube ich, die Fake-Kisten hier, oder? Nee! Auf einmal sind Sachen drin. Nicht überall. Nur gelegentlich. Pass auf, pass auf. Hier... Ich höre irgendwas krautschen. Da ist nichts drin. Ich mache alle auf. Nicht, dass irgendwo noch ein Körnle drin ist, das ich dann vergesse oder so. Nameless, Alterle. Da vorne sind Seile. Da muss, glaube ich, lang. Ich glaube, ja, diese Kletterwand müssen wir benutzen, Leute. Und dann wird es interessant. Ab jetzt wird es dann interessant. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt rum. Also gut. Wir drücken E. Und wir müssen, glaube ich, darüber, ne? Machen wir eins runter, das sieht mir so hier. Und ich glaube hier runter. Ich bin mir halt nicht sicher. Zwei Kletterwände waren es, glaube ich. Geh nochmal eins rüber. Und weiter, wir müssen bis ganz nach unten. Jetzt bist du unten, E drücken. Was ist das hier?
Ein Foto. Ein Foto. Und wir können leider nicht sehen, weil es draußen... Alter, mach's Feuerzeug an. Okay, Leute, hier müssen wir auch runter. Hier müssen wir auch runter. Das weiß ich auch noch. Ein Pedometer. Den bin ich mal gespannt, ob wir den finden. So, und jetzt hier runter. Ich bin gespannt, wann die ersten kommen. Das geht bestimmt nicht mehr lang. Mir geht schon ein bisschen die Klammer in der Buchs auf. Frei für den Stumpen, oh je. So, Freund. Nameless. Kamerad. In bitterster Stunde. Denk dran, du darfst nicht ins Inventar, wenn die kommen. Die schlagen dich trotzdem, ne? Okay. Ein kräftiges Wusa in alle Richtungen. Hol mal die Taschenlampe kurz raus. Da kannst du doch ein bisschen weiter funzeln. Okay, ich sehe nichts. Wo geht's hier lang? Da müsste... Ich glaube, hier, da, hier müssen wir lang. Hier ist auch wieder ein Tennisball. Leute, und ich glaube, da vorne waren sie. Ich schmeiß mal was. Soll ich es von Hand knicken? Ich hab's wieder weggeschmissen, ohne dass es an war. Ich weiß schon. Da hängt er... Oh, Alter, ins Wasser. Mach mal noch eins. Da vorne ist Land. Das klappt nicht so. Das klappt nicht so. Ich trau mich da jetzt halt einfach nicht reinlaufen gerade. Wir müssen aber gucken, ne? Wir müssen ja gucken, Leute. Ich laufe mal näher hin. Bleib mal mit da. Bleib mal mit da, bitte. Da leuchtet was links. Ich sehe nichts. Aber hier waren wir ja noch nicht, oder? Oh, was war das? Da ist es schon, der Tennisschläger hier. Der Bereich, aber Leute, da müssten doch normalerweise Feinde sein, oder? Ich traue mich gerade überhaupt nicht nachdenken. Hier sind sie bestimmt, die Sachen, wo ich... Hast du den Tennisschläger, Alterle? Was hat denn der hier? Schrittzähler gesammelt, Leute. Ein Schrittzähler? Ein Schritt, zwei. Der zählt Schritte ab jetzt. Auch wenn ich das wusste, den hätte ich vorher geholt. Was ist, wenn ich P drücke? Andere räumen dann wieder weg. Mit P kann ich also den Schrittzähler. Ja klar, P wie Brit. Ich glaube, ich bin falsch. Ich dachte, dass hier der Tennisschläger liegt. Haarspray haben wir noch, offensichtlich. Da liegt er, Leute. Ja, aber waren hier nicht Feinde drin? Wir haben den. Wieso sind hier keine Feinde, Leute? Haben wir die schon mal platt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Weil irgendwer hat nämlich gesagt, als ich das letzte Mal unterwegs war, ich hätte nur ein bisschen weitergehen müssen, dann hätten wir den gehabt, ne? Ich nehme einfach mal an. Und das, da muss ich dazu sagen, wir sind nicht im Veganboot unterwegs. Ihr habt gesehen, draußen war eine Monstergruppe, ne? Die haben wir dann schon gemacht, denke ich. Jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter für den Pedometer? Weil den will ich jetzt schon noch. Was ist denn da hinten? Leuchtet jetzt auch. Geh mal da gucken. Entweder muss man hier lang. Oder da. Ich glaube, wir müssen da hinten lang. Das können wir ja jetzt ein bisschen untersuchen. Wir sind jetzt tatsächlich voll schnell durch. Gut, Leute. Ich nehme an, wir haben da schon die meisten Feinde gemacht auf dem Weg dahin. Kann man das nicht anders vorstellen. Bei meinen komischen Höhlentouren waren wir bestimmt schon überall und ich weiß es nur wieder nicht mehr. Aber mach hier vorsichtig, Digga. Da vorne ist was, glaube ich. Wir müssen auf die andere Richtung. Wir müssen in die andere Richtung, Leute. Ah, hier geht's runter. Hier geht's runter. Wer weiß wohin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich tiefer ins Sinkhole. Oder halt zur Richtung Sinkhole. Ja, dann geht's nur in die andere Richtung. Auf geht's. Mal gucken, ob da Feinde sind. Lalalali, lali, lala. Kann man aber gerne mal jemanden Hinweis geben, warum ich jetzt hier keine Feinde habe. Ich hätte schwören können, hier ist alles voll. Vielleicht ist aber einfach mittlerweile keiner mehr, weil es keiner geschafft hat, das Ding zu holen oder so. Wenn Keul wird, ist ja immer alles ruckzuck einfacher auch, ne? Kennt man. Das müsste der Rausweg sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wow! Nameless! Mach auf, hier kommen wir nie wieder hin. Ich will euch jetzt nicht erschrecken, wir können da schon nochmal hingehen. So locker, wie wir da jetzt reingekommen sind. Kurz aufhusten. Oh, oh ja, Digga. Wolltest du eigentlich probieren? Geh in dein Köfferle. Und jetzt pass auf, die modernen Pfeile hier. Ich kann die mit Alkohol. Boah, die sind doch dann super stark, oder? Ah,
früher hat man das hier halt einfach gesehen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, sind das die... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt okay ist, was ihr macht. Man sieht schon, dass sie rot sind, wenn man drauf geht, ne? Machen wir weiter. Das sind, glaube ich, deine Giftpfeile. Die sind auf jeden Fall nicht rot. Stöffler dazu. Ja, das gibt ja einen richtigen Spaß jetzt dann, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Die sind rot, ne? Bei denen sehe ich es jetzt auch direkt. Probier die. Die sind auch noch okay. So, das reicht ja erstmal. Dann haben wir so und so und so ein bisschen. Jetzt kannst du das nämlich wieder einsammeln. Jetzt lohnt sich das auch, was wir hier machen. Jo, Leute, dann gehen wir am besten noch zur Base zusammen zurück. Den Pedometer will ich jetzt natürlich noch, wenn wir den finden. Das wäre super. Wenn da Kämpfle ist, kämpfen wir natürlich. Was halt schön ist, wir haben jetzt tatsächlich den Tennisschläger geholt. Den Schrittzähler haben wir gefunden. Und wir haben noch keine Rüstung verloren, Leute. Das bedeutet für mich nichts anderes, wie wir haben einen Zugewinn. Und das ist wichtig. Ich glaube, an dem, wo da runterhängt, müssen wir dann entlang. Dann sind wir hier hin. Dann war hier der Tennisschläger gelegen. Und dann sollten wir da hinten weiter. Da, glaube ich. Alles klar, da sind sie. Da sind sie. Da sind sie, Binse. Da sind sie, Binse. Renn weg, Alterle. Renn weg. Ich dachte gerade, ich habe Brandpfeil. Oh, ich sehe gar nichts. Hauptsache irgendwo hingeschossen. Alter, hol mal dein Ding raus, mach's an. Mach's halt im Nahkampf. So. Wo bist du? Da kommt er. Oh, ist der da hochgekettet. So. Kurz warten. Beziehungsweise, warum sollte ich warten, ne? Deswegen. Okay, die bewachen offensichtlich diesen Pedometer-Typen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich jetzt halt nicht einfach nachlegen kann. Ich sehe hier wirklich nichts, Leute. Also hier mit Pfeil und Bogen schießen ist ein Unding. Ich würde ja kurz reingehen und einen Stoff hinlegen, aber... Risiko, Fisiko. Wenn man nichts sieht, ist halt scheiße. Das liegt wieder am Gegenlicht. Und an den alten Augen natürlich. Wo bist denn du, Zischer? Wo bist du hin? Ohne dich will ich nie wieder sein. Zischer, komm zu uns. Hier. Hier ist er. Aber die waren doch auch mehrere, ne? Guck mal, hier hängt er in der Wand drin. So. Hau ihn. Jetzt hast du, glaube ich. Ja, ist gut, du brauchst ihn nicht ganz kaputt machen. Sonst geht dein physischer Wert wieder zu Ende. So. Da waren aber mehr. Da waren mehr, Leute. Der Pedometer muss ja affengeil sein, wenn die den so bewachen. Aha. Oh, und die haben sich gerade selber eine gegeben. Das finde ich super. Wie sie da hochklettern. Gut, dann speichere ich halt trotzdem an den Zelten nachher. Jetzt guck mal, jetzt bin ich hier in Stellung. Jetzt muss der nur rüberkommen. Ist der andere noch da oben? Nee. Hier musst du dich positionieren, Digga. Ich könnte auch mit Dynamit, ne? Dann wärst du schneller platt. Der da. Der hat auf jeden Fall Aggro. Hau rein, Nameless. Hau einfach rein. Immer drinnen. Immer rein. Du hast auch ein bisschen mehr Stärke wie früher. Immer rein. Blocken. Da kommt der zweite. Blocken. Ja, blocken. Außen rumlaufen. Oh. Große Gosch wird nie belohnt. Das war schon immer so. Der ist jetzt echt böse hier. Hat ihn erwischt. Blocken, da waren jetzt beide. Boah, guck mal den Nameless an, wo der überall hinkommt. Können wir uns trauen, einen Stoff nachzulegen? Ich glaube ja, ne? Okay, Leute, ihr seht schon, ich bin sehr andächtig. Im Nahkampf bin ich immer noch so andächtig wie in meiner ersten Stunde. Die Koffer haben wir alle. So. Hier sind doch nur die zwei, oder? Oh, scheiße, da ist eine Virginia, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Lumli lum, lumli lümle, da haut der Voucher ab, da kriegt der Schiss, holla hi und holla ho. Oh, dumme Sau, dumme Sau, dumme Sau. Hm, wer will den Pedometer schon? Ich brauche nicht. Ich brauche nicht mehr, Leute. Hat sich ausgepedometert. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Mann, Mann, Mann.
Die kam jetzt aber schnell um die Ecke. Das sollte ich echt ohne Gegenlicht spielen hier. Das ist total mies. Das ist total mies, Leute. Das ist total mies. Ich habe so überhaupt keinen Plan gerade. Da vorne rennen die doch rum, ne? Die kommt jetzt auch, glaube ich, auf uns zu. Und wenn sie brennen, habt ihr gesagt, mit der Motorsäge, ne? Ja, dann komm, ich stelle mich den Kampf jetzt. Komm her. Komm. Ich sehe die. Oh! Und die brennt gar nicht mehr. Scheißdreck, Scheißdreck. Alter, die mich jetzt erschrocken. Wir müssen ins Inventar nehmen, das. So. Kann das sein, dass die gar nicht hier hinkommt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Schieß mal dahinter. Ja, hau da noch eins rein. Du hast doch genug. Da hinten sind sie. Ich sehe jetzt aber die Virginia nicht, Leute. Aber jetzt habe ich hier gerade... Und das geht auch nicht mehr? So. Anzünden. Geht nicht. Also muss ich nochmal die Waffe wechseln. Nochmal zurück. Anzünden. Und jetzt hoffen, dass das Ding noch eine Weile brennt da hinten. Dass ich zumindest die Blatt kriege hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Hat nicht hingehauen. Nochmal. Jetzt ist es aus, Alterle. Ich sehe die Virginia gerade nicht. Es ist einfach zu dunkel wegen dem Gegenlicht, Leute. Der brennt, den Hammer. Habe ich die Virginia schon tot? Nee, ne? Eher nicht. Ich will da jetzt hier hinten rein, den Pedometer, der gehört jetzt uns. Das hat keinen Wert, ich muss es im Nahkampf machen. Die Kleinen weg, Leute, dann kümmern wir uns um die Fette und dann ist gut. Ich will die Rüstung auch. Ja, komm, jetzt sehe ich dich. Komm hier, Herr Kopft. Komm. Komm, Zuckerschnicken. Komm. Macht ein Sprüngerl, macht ein Sprüngerl. Wenn ich mich so drehe, kommt sie bestimmt, oder? Pass auf, Leute. Ich weiß nicht, ob die es schafft hier rüber. Nehmen das sehr mutig, aber das, so kenne ich dich. Von, wenn wir sie jetzt hier so erwischen. Sie brennt. Zünd nochmal einen an. Wir machen die jetzt so, denke ich. Sie ist so um die Ecke gelaufen. Hätte ich auch gemacht. Als Virginia, das wäre so mein Move gewesen für heute. Ja, Alter, ich hab dich rennen sehen, zum Glück. Alter, ist das gerade übersteuert hier mit meinem Licht. Die müssen ja irgendwann auch sterben. Leute, bleibt mal noch kurz da. Wir werden wahrscheinlich heute nicht mehr Hype kommen. So, komm, sei mutig, Nameless. Zwirbel die hier nochmal einen Stoff drauf, einen frischen. Block. Da kommt sie. Bleib stark, Nebles. Bleib stark. Metzel sie. Metzel sie. Hinterher, Nebles. Lass ihr keine Ruhe. Lass ihr keine Ruhe. Boah, haut die uns runter. Wo ist sie jetzt? Lass dich ruhig ins Eck drängen. Ist überhaupt kein Problem, Nemi. Ah, du hast Hunger. Auch noch. Auch noch. Falsche Waffe, Nebles. Und alle denken, geh raus aus dem Inventar, die holt dich. Ich hätte jetzt schwören können, wir haben sie, aber gut. Offensichtlich noch nicht. So, weiter geht's. Leute, bis zum Pedometer, dann... Da ist sie, ne? Kommt die hier hoch? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Im Moment verhält sie sich ruhig. Drei. Blocken. Anzünden. Okay, die hat offensichtlich nicht richtig geschnallt, dass wir hier sind. Aber ich glaube, die kommt hier nicht hoch. Nämlich, sie kommt hier nicht hoch. Denk aber dran, wenn sie kommt, gleich die drei drücken. Nameless. Oh, nicht so. Nicht vor lauter Schiss schon. Ey, im Hardmode weiß ich halt echt nicht, Leute. Das kann so schnell vorbei sein. Die müsste jetzt irgendwann mal sterben.
Die müsste jetzt irgendwann mal sterben. Ja, warte, bis es ausgebrannt hat. Jetzt. Zieh noch einen nach zur Sicherheit. Jetzt rennt sie weg. Jetzt kann es auch sein, dass sie uns gleich erwischt. Nein, wir haben sie. Wir haben sie, Leute. Wir haben Virginia erwischt. Ich bin tierisch stolz. Ich bin tierisch stolz. Die erste, glaube ich, groß in der Höhle, die wir mal erwischt haben. Okay, das sind jetzt noch die zwei Kleinen. Holen wir den Pedometer, dann laufen wir raus. Wird die Folge halt etwas länger als sonst. Und schon hat er wieder die große Gosch. Habt ihr gemerkt? Nimm mal. Ich liebe ja dieses Ding. Ich verbrauche natürlich gerade Unmengen Material. Da kommen da nämlich. Zünd den Pfeil an. Ich glaube, die bleiben da hinten jetzt momentan. Okay, komm, hol dir die Rüstung von ihr. Und vor allem deine Pfeile. Passt ja reinkauen. Wo ist denn das Zeichen, dass ich hier... Leute, aber sie... Sie haben uns die andere Rüstung runterkauen, leider, ne? So, die machen wir jetzt noch weg und dann hole ich den Pedometer, dann gehen wir raus. Ich hoffe, ich finde den Ausgang nochmal, den Rausgang. So, Leute, habt ihr euch schon wieder erholt eigentlich hier? Wie sieht denn das aus? Die wissen gerade überhaupt nicht, was los ist. Meine Pfeile haben sie aber noch einstecken. Hau rein, bis er wirklich nicht mehr kann, nämlich. Den hast du, den hier noch. Ja, ich mache das jetzt einfach so. Gehe hier in Deckung. Trau mich einmal ganz kurz rein. Falsche Axt. Wie, Alter, zweimal die falsche Axt. Wenn die KI besser eingestellt wäre, Leute, wäre ich schon tot, ne? Ich sag's mal dazu. So ehrlich bin ich dann. 36 Minuten, das ist der absolute Reißer, wie lange das gedauert hat. Mr. Flitzer, ich hoffe, du bist jetzt allein hier drin. Alter, bist du ein Könner auf deinem Gebiet. Hol den Pfeil gleich. Jetzt haben wir sie alle, Leute. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Unser Nemomat, Alter. So, pass auf. Jetzt muss ich ihn ganz kurz herrichten. Ich bin mal auf unsere geistige Gesinnung gespannt. Die ist bestimmt super, super mega hoch wieder. Ja, trink einen Schluck, hast dir verdient. Leg noch einmal ein Stöffchen nach, mein Freund. Nicht, dass da auch noch Babys drin sind oder sowas. So, und jetzt müssten wir hier diesen Pedomat finden, von dem ich nur nicht weiß, was er kann. Aber ich schätze mal Mutanten aufspüren. Der leuchtet bestimmt blau. Hier sind Koffer, die machen wir natürlich noch auf. Kennen wir nix. Gehen wir durch. Nochmal Riegel und Stoff. Soll sich ja auch lohnen, wenn man sowas macht. Erst noch beschwert oben, dass kein Feind kam und dann haben wir es hier plötzlich gehabt, ne? Batterien sind auch okay. Ich nehme die Taschenlampe einfach mal so lang. Kann ja auch nicht schaden. Hier denke ich mal irgendwo, oder? Was war das? To-Do-Liste. Irgendwas auf der To-Do-Liste haben wir aktualisiert. Hier sind auch nochmal Koffer. Oh, das machen wir hell, dann sehen wir auch was. Sehr schön. Super nameless. Mach mal, hier ist noch irgendwie was zum Anziehen drin, denke ich mal, ne? Neues Outfit gefunden. Was ist hier noch? Tennisbälle nur. Ich hätte jetzt schwören können, das ist hier irgendwo, Leute. Offensichtlich unterliege ich da einem Irrglauben. Vielleicht ist es auch mittlerweile woanders. Das weiß ich jetzt nicht. Hast du die Taschenlampe nochmal? Ich habe es nicht zufällig schon eingesammelt, oder? Weil ich spam ja immer eh, wenn ich hier so durchlaufe. Das Benzin, das brauchen wir nicht. Den hast du angeschaut. Hier sehe ich nichts mehr liegen. Ich dachte, das wäre hier hinten drin gewesen vielleicht jetzt, ne? Nee, nee, nee. Okay, Leute. Also, falls ich es jetzt hier habe liegen lassen, sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht sagt mir auch jemand, was ich damit anfangen soll. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich damit machen soll. Die haben wir jetzt alle durchgeschaut hier. Da ist so ein bisschen Tennisballmäßig. Ich guck mal, aber ich wüsste jetzt nicht, ob wir es eingesammelt haben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder raus, Leute. Hier ist unser Tennisschläger. Gucken wir mal, ob wir zusammen rausfinden.
Alles klar. Wie komme ich auf den Pedometer eigentlich? Irgendjemand hat das geschrieben. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Ich dachte nur, das liegt jetzt hier irgendwo rum, stimmt. So, meine Lieben, wir gehen jetzt wieder raus. Ziel ist auf jeden Fall der Tennisschläger gewesen. Das haben wir geschafft. Ich würde sogar fast sagen, da kann ja jetzt nicht viel verrutschen hier, oder? Oder haben wir einfach mal eine längere Folge zum Mittwoch? Gönnen wir uns, oder? Dann laufe ich jetzt hier raus. Das war doch hier, oder? Und die Kletterwand müssen wir jetzt, glaube ich, wieder hoch. Ja, zwei Kletterwände waren es und dann sind wir schon an dem Punkt, wo ich mich auskenne. So. Auf geht's. Ruff, ruff, ruff. Kleiner Nameless geht der Ruff. Irgendwo ist gleich zu Ende. Das sind dann keine Wände. Ruff, ruff, ruff. Die Frage ist, war das nach links rüber oder nach rechts? Ich glaube rechts. Nameless! Alter, stirb mal jetzt nicht hier. Wegen so einem Mist. Moment mal, ich glaube, du stehst auf einem Podest, aber auf dem falschen, oder? Kommst du hier hoch? Ja, doch, das war schon richtig und da oben müssen wir dann links. Allerdings war es nicht so richtig geklettert, ne? Ich habe Scheiße gebaut. So, Leute. Einmal rüber. Ja, da an den Seilen kannst du dich orientieren. Auf der Höhe vom Seil links rüber. Hier ist schon wieder Fliege drin. Und dieses Seil zeigt dir an, dass wir wahrscheinlich da sind. E drücken. Scheiße. Du Stück! Oh, Scheiße! Wow, Leute! Wo kommen die jetzt her? Wo kommen die jetzt her? Die waren doch gerade eben auch nicht. Du Mistäffle, du Schmalzis. Jetzt wären wir fast gestorben, weil ich hier vor lauter Panik. So, wir müssen aber wieder hoch. Hilft ja nichts. Nochmal E drücken. Alterle, ich habe nichts mehr gesehen jetzt. Jetzt bleibt doch noch kurz dran. Wir haben halt eine super Sonderfolge heute. Eine super, super lange. Weiter. Stopp. Und du musst, glaube ich, hier rüber. Ja, hier. E drücken. Ins Inventar. Hier waren doch gerade eben Babys, Leute. Sag mal, bin ich falsch abgebogen oder was? Hier müssen wir jetzt hoch, Alter. Bin ich gerade irgendwo falsch abgebogen? Ich höre sie doch auch, die Drecksäcke. Ah, die knuspern dich auch so schnell auf. So, kurzer Moment. Am Schluss wird es bei mir ja meistens irgendwie witziger wie am Anfang. So, einen rüber. Einen hoch. Ne, ne, hier waren wir gerade. Und das sind einfach Babys. Bleib mal hier hängen. Vielleicht hopfen die in die Tiefe, wenn die dich hier vermuten. Du musst halt gleich jetzt die Axt rausholen oder irgendwas. Auf der 3 ist die. Hier rüber, 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 abmounten, die 3. Ja, hier waren die Seile gerade. Wir sind schon richtig, aber dass da jetzt Babys sind, das habe ich vorhin nicht geschnallt. So, jetzt mache ich hier mal kurz an, weil ich weiß nicht, wo wir lang müssen. So. Hier ist nochmal ein Stoff. Jetzt nehmen wir den auch noch mit. Okay, Leute, da habe ich in die Richtung geschaut, dann sind wir, glaube ich, hier schon richtig, oder? Ist das der Aufweg, der lange? Ich nehme es mal an. Die Babys haben wir vorhin gesehen, denke ich mal. Die haben sich ruhig verhalten. Jetzt haben sie mich tierisch erschreckt, die Säcke. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt können wir heim. Jetzt können wir heim. Ohne Probleme. Und der Sturz, Alter. Wenn das ein bisschen tiefer gewesen wäre, wäre es das gewesen für uns, ne? Wir haben schon oft auch Glück. Muss ich uns einfach jetzt mal lassen, nämlich wir haben schon oft auch Glück. So, meine Lieben, ein super Überzug heute in der Folge. Das gibt wieder eine ewige Renderei, bis das Ding durch ist, aber egal. Haben wir uns verdient, Leute. Haben wir einen Tennisschläger? Seid ihr überhaupt da? Das wäre wieder so der Moment, wo ich merke, ich habe die Aufnahme nicht zugeschalten. Ist mir auch schon passiert, wo ich dann gedacht habe, nee, oder? Ausgerechnet, es war so eine gemütliche Runde. Komm, lauf mal hier drin noch, hier kann nicht viel passieren. Die orangenen Zelte, dann speichern wir. Restle machen wir morgen, ne? Leute. Ich habe bestimmt den Pedometer übersehen. Oder war der Schrittzähler der Pedometer? Ey, vielleicht ist mein Englisch einfach nur schon wieder gerade totaler Rotz. Und ich habe alles, was ich brauche. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich lese was dann einfach durch. Ich werde die Scham über mich ergehen lassen, Leute. Nicht böse sein, wenn ich nicht auf alles dann antworte, was mit Scham zu tun hat. So. Also, komm zu den orangenen Zelten. Dann machen wir schnell. Dann machen wir eine Dreiviertelstunde. Haben wir ja auch selten, ne? Haben wir ja auch selten. Wobei, ich muss sagen, in dieser Staffel sind die Forest-Folgen schon um eine Ecke länger wie früher. Normal war ich immer bei 26 Minuten im Schnitt.
Was aber auch okay ist zeitlich, ne? Es lässt sich super rendern und alles, aber egal. So, meine Lieben, nicht lange rumgeeiert. Ich speichere hier. Schön, dass ihr dabei wart, hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, ihr habt die Höhlenrunde auch so genossen wie ich. Unsere kleine Tool-Runde. Nächstes Mal, wenn wir jetzt zurück sind, morgen laufen wir zusammen zurück. Dann wird weiter gebaut, Leute. Und zwar richtig viele Brücken. Ich freue mich auf euch bis morgen 19 Uhr und habt euch wohl.